Vielen Dank, Herr Hans-Werner Fittkau. Wir erwarten die Rede von Viktor Orban. Sie haben es eben gesagt, hier um Punkt 9 geht es los. Da werden wir alle sehen, was ihn im Europäischen Parlament heute erwartet. Was die Abgeordneten von ihm erwarten, können wir jetzt schon besprechen mit meinen Gästen. Zwei habe ich bei mir aus Deutschland. Moritz Körner von der FDP im Europäischen Parlament, bei der liberalen Fraktion Renew im Vorfeld. Auch das ist ja bekannt, schon harte Kritik geäußert an der ungarischen Ratspräsidentin. Im Besonderen auch am Ministerpräsidenten Viktor Orban. Und ich habe Hermann Terpsch zu Gast, ein Abgeordneter aus Spanien von der spanischen Vox und hier im Europäischen Parlament in der Fraktion der Patrioten für Europa. Vielleicht zur Erklärung, das ist die Fraktion, wo auch Mitglieder der FPÖ und PÖ drin sind und eben auch der ungarischen Fidesz, also der Regierungspartei von Viktor Orban. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, die ungarische Ratspräsidentschaft hat ja begonnen am 1. Juli. Sie geht noch bis Ende des Jahres. Jetzt haben wir Oktober, Zeit für eine Zwischenbilanz. Oder wir haben gesehen, die Schwierigkeiten haben die Art, wie man diese Präsidentschaft von Seiten dieses Parlaments hauptsächlich aufgenommen hat, ist schon empörend, würde ich sagen. Ich war also respektlos, aber die Präsidentschaft läuft und da ist es ist trotz allen Schwierigkeiten, die man Orban in den Wege legt, ist die Präsidentschaft da und es hat Ziele und die hat er gestern auch vorgestellt und jetzt wird er das im Plenum machen. Also wir glauben, dass das wirklich Bedeutende hier ist, dass wir sehen, das Europaparlament, die Mehrheit, die von der Leyen auch mit der Kommission aufgebaut hat und die hier noch Mehrheit im Parlament ist, sind nicht bereit, die gemeinsamen Regeln auch für Orban zu aufzunehmen. Wichtiger Teil zu Beginn dieser Präsidentschaft, deswegen fragte ich nach einer Bilanz, waren natürlich die Auslandsreisen, die Viktor Orban gemacht hat. Denken Sie, das war eine gute Idee, ein gutes Signal in Richtung der EU? Es ist ein anderes Signal. Es ist ein anderes Signal. Ich glaube, er war bei Zelensky, am nächsten Tag war er bei Putin und dann war er in China und dann war er in Mar-a-Lago bei Trump. Das sind Reisen, die einen Zweck haben und die einen Sinn haben. Was keinen Sinn hat, ist, dass man diese ganze Gerede hier in diesem Parlament, wie diese Rhetorik, dass wir alle hinter der Ukraine sind und die Waffen wurden nicht der Ukraine gebracht. Deutschland ist, glaube ich, sehr verantwortlich dafür, also wie die Sachen laufen und wie schräg die Sachen jetzt im Moment laufen für die Ukraine. Wir hatten, die Hilfe hätte viel früher kommen sollen. Da wurde von der SPD und von der ganzen deutschen Politik, also wurde in eine andere Richtung geschaut. Erstmal wurden Helme geschickt, nicht wahr, nachher in die Ukraine und keine Waffen. Und wir haben wirklich, wir müssen eine Lösung für Ukraine suchen. Und Orban, ich hätte einige Sachen anders gemacht als Orban, sicherlich. Aber Orban hat einen ehrlichen Weg gesucht, irgendwas in Bewegung zu bringen. Was Sie anders gemacht hätten, das würde ich gleich gerne noch mal wissen. Bleiben wir erstmal noch mal bei der ungarischen Ratspräsidentschaft. Und man muss natürlich einfach da an der Stelle sagen, Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer der Ukraine, ne, was Waffen angeht. Moritz Körner, wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus der ungarischen Ratspräsidentschaft? Also es ist eine Katastrophe. Viktor Orban hat tatsächlich mit dieser Peace Mission wirklich Glaubwürdigkeit auch verspielt, europäische Glaubwürdigkeit. Es ist nicht Aufgabe der Ratspräsidentschaft, unabgestimmt diplomatische Initiativen zu übernehmen. Er hat so getan, als würde er für Europa sprechen. Das hat Putin auch direkt bei seinem Besuch ja auch ausgenutzt, rhetorisch. Und damit hat er eigentlich die Uneinigkeit vor allem verstärkt in der europäischen Frage. Und seitdem, wenn ich mal in die regulatorischen Fragen, Gesetzgebungen reingucke, ich sehe noch keinen einzigen Erfolg, den diese Ratspräsidentschaft irgendwo sinnvoll was auf den Weg gebracht hat. Und insofern aus meiner Sicht eine große Enttäuschung. Was erwarten Sie heute? Wird es heute neue Akzente geben?
Ich erwarte von ihm heute eine große Show. Das macht er immer so. Er wird heute seine üblichen Standardfloskeln raushauen, glaube ich. Wichtig ist, drauf zu schauen, wie ist denn die Lage in Ungarn? Ungarn ist eines der ärmsten Länder mittlerweile der Europäischen Union und offiziell das korrupteste Land der Europäischen Union. Das ist alles unter Führung von Viktor Orbán. Und das ist die Bilanz. Er bereichert seine Freunde und Familie auf Kosten seiner Bevölkerung. Das ist die Bilanz, mit der Viktor Orbán sein Land führt. Und das muss man ihm heute sehr, sehr deutlich auch in der Debatte entgegenhalten. Okay, Herr Tersch, Sie wollten erwidern? Das korrupteste Land heutzutage in Europa ist Spanien, ist die spanische sozialistische und kommunistische Regierung. Und davon wird natürlich von dieser Kommission überhaupt nicht geredet. Nicht wahr, was da vorkommt. Und da spricht keiner davon. Die Sache ist in Ordnung. Orbán hat eine konservative Regierung. Orbán hat ein sicheres Land. Und Orbán hat nicht das ärmste Land. Weiß Gott nicht. Die wirtschaftliche Entwicklung in Ungarn können Sie sich anschauen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Ungarn ist schlecht. Seit Jahren, wenn Sie das vergleichen mit den anderen osteuropäischen Ländern, deutlich schlechter. Und ich beziehe mich auf Zahlen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung. 4% der EU-Gelder werden falsch ausgegeben. Das ist zehnfach so viel wie in anderen Ländern. Ich denke, wir müssen an der Stelle auch nicht darum streiten, wer jetzt tatsächlich das korrupteste Land ist. Auf dem Korruptionsindex, jedenfalls auch von Transparency International, sieht man auf jeden Fall auch unter der Regierung von Viktor Orbán auf diesem Index, dass die Korruption deutlich angestiegen ist. Das können wir einfach mal festhalten. Da geht's ja, das ist ja auch kein Wettbewerb, den man eigentlich gewinnen wollen sollte. Ungarn profitiert ja durchaus auch von der Europäischen Union, so wie alle europäischen Länder. Es empfängt viele Gelder, ist drittgrößter Netto-Geldempfänger. Und auf der anderen Seite aber betont Viktor Orbán, das hat er gestern auch auf seiner Pressekonferenz immer noch mal gemacht, mehr, das heißt ja auch Patrioten für Europa, also mehr nationale Souveränität. Wie passt das denn dann zusammen? Also mehr Souveränität auf der einen Seite, ich sage jetzt mal ein bisschen da, wo es einem gut passt, zum Beispiel Asylregeln, aber auf der anderen Seite auch profitieren von der Europäischen. Profitieren. Also die haben viele von den Fonds, die sie rechtmäßig bekommen sollten, haben sie nicht bekommen. Auf jeden Fall alle Länder, und zwar Deutschland auch, wo wir jetzt sehen, dass Deutschland das so von Russland abgehängt hat und dass die Gazprom-Geschichte und Schröder und die ganze SPD und dann noch Nord Stream, wenn wir über Russland sprechen, müssen wir über die ganze Katastrophe sprechen, die mit Deutschland angefangen hat. Aber was Ungarn bespricht, die ganzen Länder Europas haben Kräfte, die wachsen und die wollen mehr Souveränität. Die Subsidiarität ist hier abgeschafft worden. Und das geht nicht. Also die Kommission arbeitet, als ob sie eine Regierung wäre, eine zentrale Brüsseler Regierung. Und das ist sie nicht. Wir sind Nationen, die zusammen sind. Aber wir sind weiter Nationen und wir wollen weiter Souveränität haben. Und die Völker haben gezeigt, dass sie mehr Souveränität wollen und weniger Brüssel und weniger von der Leyen und weniger Regeln und weniger Intervention und weniger Zentralismus und weniger Sozialismus. Das sind die Wahlergebnisse in einigen Ländern. Bei der Europawahl haben wir es gesehen. Es gab auch gerade in Skandinavien andere Tendenzen. Ja. Herr Körner, auf dieser Basis, also mehr Nationalismus innerhalb der EU, wie ist das praktisch vorstellbar für Sie? Na, also ich bin ja gar nicht komplett weg, wenn es darum geht, dass wir sagen, was muss die europäische Ebene regeln? Und was kann was auch nicht von den Mitgliedstaaten reguliert werden? Also keine Überregulierung. Insgesamt, wie viele Regeln machen wir? Darüber können wir debattieren. Das ist eine Debatte. Die Frage aber, ob man immer wieder ganz grundsätzliche Fragen, die wir europäisch gemeinsam regeln müssen, wieder in Frage stellt, immer wieder auch die gemeinsame Haltung dazu in Frage stellt, das ist ja genau das, was Viktor Orbán macht. Und ich kann ja darauf eingehen, was Sie eben angesprochen haben, Nord Stream 2 und die Politik der SPD in Deutschland. Ich halte das für einen riesigen Fehler, was wir da gemacht haben. Aber
Aber im Gegensatz zu Viktor Orban hat Deutschland gelernt. Wir importieren nicht wie Orban für viele Milliarden Euro russisches Öl und füllen damit weiterhin die Kriegskasse von Putin auf. Das ist der Unterschied. Und da muss man auch ganz klar sagen, da ist Orban weiterhin der größte Unterstützer. Nach China, wer der größte Käufer von russischem Gas ist? Spanien, nicht Ungarn. Spanien. Heutzutage. Sie haben, also wir reden ja gerade über Viktor Orban. Es ist dieses Orban-Bashing, Ungarn-Bashing, das so Mode ist und das in Deutschland auch als Nationalsport bei den Medien ist und so weiter. Aber gehen wir wirklich auf die Fakten. Ungarn ist ein absolut abhängiges Land, Nachbar von Russland. Die kennen Russland sehr gut. Und Herr Orban ist überhaupt kein Pro-Russland und überhaupt kein Pro-Putin. Orban sucht Wege, dass wirklich die Katastrophe dort nicht ausbricht für alle. Und er sucht andere Wege. Ich kann mit einigen Sachen einverstanden sein und mit anderen nicht. Aber ich bin souverän, also ich bin auch souverän gegenüber Ungarn. Aber er hat eine andere Meinung und die darf man wohl sagen. Oder muss hier jeder... Nur jeder man darf von damit von der nicht die ganze Europäische Union aufhalten und man darf auch nicht mit der Ratspräsidentschaft sagen, das sei jetzt Europa. Deswegen machen wir auch diese Sendung, wo wir verschiedene Meinungen ja durchaus immer wieder zu Wort kommen lassen. Das finden wir wichtig und ich finde das auch wichtig und richtig, dass das hier möglich ist in diesem Rahmen. Aber man kann nicht als Russland-Agent jemanden einfach, weil er einen anderen Weg für die Lösung der Probleme will. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen würde ich gerne schon zum Abschluss kommen. Ich sehe, Ursula von der Leyen ist eingetroffen schon im Parlament. Vielleicht zum Abschluss, würden Sie in der Debatte heute beitragen wollen? Was wollen Sie Viktor Orban sagen heute als Abgeordneter? Ich glaube, er verteidigt sein Land und die Interessen seines Landes. Und das sollte jeder tun. Und was man gemeinsam machen muss, das muss man sich eben zusammensetzen und sehen, die Interessen von allen zusammenbringen. Aber es kann kein Diktat von den Großen und durch von der Leyen ein Diktat hier geben, wo wir plötzlich einen Sozialismus haben, einen Zentralismus, wo die Nationen nichts mehr zu sagen haben. Nein, die Regierungen der Nationen sind da, um die Interessen ihrer Leute zu verteidigen. Und es wäre schön, wenn andere Regierungschefs so konsequent die Interessen seines Landes verteidigen, wie das Viktor Orban tut. Genau das tut Viktor Orban nicht. Viktor Orban, der reichste Mann in Ungarn, wenn man den fragt, was ist dein Erfolgsrezept, dann sagt der Gott, Glück und Viktor Orban. Viktor Orban bereichert seine Freunde und seine Familie und das auf Kosten des ungarischen Volkes. Und um davon abzulenken, greift er die freien Medien an, spielt sich als Friedensretter auf und so weiter. All das lenkt er ab, um sich selber zu bereichern. Das ist das System Orban und das muss heute in der Debatte deutlich angesprochen werden. Es gibt mehr Pluralismus in den Medien in Ungarn als in Deutschland. Nein. Oh, naja, also als eine Vertreterin der deutschen Medien kann ich sagen, wir sind da schon sehr breit aufgestellt. Nein. Viktor Orban ist noch nicht eingetroffen im Parlament. Deswegen möchte ich gerne noch auf eine Situation schauen, die heute ja eintreten wird. Er wird dort ja auf einen innerpolitischen Kontrahenten treffen. Peter Magyar ist der Oppositionsführer, seit Sommer auch Mitglied im Europäischen Parlament. Seine Immunität soll aufgehoben werden, damit er entsprechend in Ungarn verklagt werden kann. Wie wird das Europäische Parlament da entscheiden? Das muss ja darüber entscheiden. Das muss der Rechtsausschuss jetzt genau anschauen. Die Immunität ist ja aus guten Gründen dafür da, um politische Verfolgung von Abgeordneten und die Beschränkung ihrer Arbeit zu verhindern. Wenn das in diesem Fall der Fall ist und es eher eine politische Ermittlung aus Ungarn ist, dann schützt die Immunität zu Recht ihn. Aber ansonsten hat das Parlament hier immer die Haltung auch gehabt, dass natürlich die Immunität auch aufgehoben werden wird. Denn wenn sich jemand etwas zu Schulden gekommen hat als Abgeordneter, dann muss er auch die Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden eben entsprechend über sich ergehen lassen. Okay, es geht ja um die ungarische Ratspräsidentschaft heute. Das ist sozusagen die Überschrift, da geht es um die Ziele und dass er erklärt, was er machen will. Jetzt haben wir aber irgendwo lauter so kleine, sage ich mal, Störfeuer, zum Beispiel das Zusammentreffen heute mit Peter Magyar. Das kann man sich vorstellen, wird wahrscheinlich einigermaßen erhitzt ablaufen. Ist das
eigentlich auch im Sinne der Europäischen Union, so eine Bühne dann für innerpolitische Zwecke so zu nutzen? Naja, ich meine, das passiert dauernd. Wir sehen das kontinuierlich. Bloß weil es dauernd passiert, muss es nicht gut sein. Ich frage Sie ganz allgemein. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht, aber es ist schwer zu vermeiden, dass hier auch Politik, nationale Politik, aufkommt. Das ist ganz klar. Gestern hat Viktor Mayer 2,5 Stunden lang eine Pressekonferenz gegeben, die kein Regierungschef, kein europäischer Regierungschef gibt. Ohne jede Kontrolle, alle Journalisten, alle ungarischen Journalisten, alle linken Journalisten von Ungarn, alle linken Journalisten aus Deutschland, aus allen Ländern haben auf ihn geschossen. Er hat alle Fragen beantwortet und es war eine Pressekonferenz, wie sie jetzt heutzutage kaum jemand gibt. Ich sehe die Pressekonferenzen von Pedro Sanchez, wo er kontrolliert, wo nur 3 Fragen kommen und die 3 Fragen kommen von Medien, die freundlichen Medien von ihm, von seinem Fernsehen, von seinen Zeitungen, von seinem Rundfunk. Ich meine, ich habe gesehen, die Kontrollen, die es überall gibt, die gab es gestern nicht und da hat man gesehen, er hat wirklich alle ungarischen Medien waren vertreten und alle haben Fragen gestellt. Das ist richtig, kann ich zustimmen. Ich war bei dieser Pressekonferenz auch anwesend. Sie auch, ich habe sie gesehen. Deswegen, sollten andere lernen. Das ist richtig, aber das ist natürlich auch Standard in der Europäischen Union. Das ist nicht mehr Standard. Ja, oder sollte, aber sollte Standard sein. Das ist nicht mehr Standard in Europa. Ist das eine gute Entscheidung gewesen, Ungarn die Ratspräsidentschaft zu übertragen in diesen Zeiten? Ich finde, man hätte das verschieben sollten. Das wäre absolut möglich gewesen, rechtlich. Das ist ein Staat, gegen den ein Artikel 7-Verfahren läuft. Das heißt, offiziell steht in Frage, ob sich Ungarn an die Grundwerte, die wir in Artikel 2 festgelegt haben, hält. Es ist ein Staat, gegen den der Rechtsstaatsmechanismus angewandt ist. Das heißt, wir halten europäisches Geld zurück, weil die sichere Ausgabe der EU-Gelder nicht sichergestellt ist. In dieser Situation quasi den Schulhofschläger zum Schuldirektor zu machen, halte ich für eine falsche Entscheidung. Ich hätte das so nicht entschieden, aber es ist eine Entscheidung, die der Rat treffen muss. Das ist eine ideologische Diskrimination wie jede andere. Was ist denn ideologisch? Naja, das ist ja ein juristischer Vorgang. Es gibt Länder, wo diese Zustände, die Sie beschreiben, wo? Viel schlimmer sind. Nein, das ist viel schlimmer. Schauen Sie sich den Korruptionsindex an. Schauen Sie sich die missbräuchliche Verwendung von Olaf-Geldern an. Sie ignorieren einfach die Fakten und sagen dann, whataboutism, das Land ist auch schlecht, das Land ist auch schlecht, das Land ist auch schlecht. Wissen, wo die zeigen Sie mir eine Statistik, wo die, wenn es um Korruption geht, hinter Ungarn liegt. Kontinuierlich einen ideologischen Pogrom gegen Fakten, Ungarn. Nicht Meinung, und das Fakten. Haben die auch gegen Polen gemacht bis letztes Jahr. Und jetzt hat sich die Regierung geändert. Die Zustände haben sich überhaupt nicht geändert. Doch, die inzwischen haben sich ist Polen Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft geworden. Das macht der Orbán auch nicht. Doch, jetzt haben Polen ist jetzt Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft. Wollen Sie das einfach wegreden, dass das ein positiver Erfolg ist, dass Polen jetzt Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft ist, was zum Beispiel Ungarn immer Polen noch nicht macht? In die Zustände sind Rede in über Polen Fakten. Haben sich dramatisch verschlimmert mit Tusk. Dramatisch. Nein. Und jetzt passiert jetzt nichts, weil Sie alles ideologisch lenken. Gehen Sie doch mal auf mein die Argument Mehrheit, ein. Ist die Polen Mehrheit, jetzt Teil der Europäischen Staatsanwaltschaft und lässt ermitteln oder nicht? Sie lässt ermitteln gegen die Feinde. Gegen ihre Feinde. Die Europäische Staatsanwaltschaft ist also quasi auch politisch. Das haben Sie jetzt gesagt. Das ist unglaublich. Jetzt sind wir hier in einem Polenproblem. Ich meine, die Verfahren, die Kommission eingeleitet hat gegen Ungarn, das beruht ja auf, das sind ja juristische Verfahren. Also da ist auch der Gerichtshof eingeschaltet. Der hat übrigens noch mal bestätigt, dass das rechtens ist. Dagegen hat Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof gesagt, auch das ist ja Rechtsstaatlichkeit. Ungarn sagt, und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, es ist rechtens, dass es diesen Mechanismus gibt und dass der gegen Ungarn auch angewandt ist. Und es gibt einen anderen Punkt, darauf würde ich jetzt vielleicht noch einmal eingehen, weil es eben auch die gesamte Europäische Union betrifft und nicht nur einzelne Länder. Das ist ein Verfahren wegen der Asylregeln. Das hat Viktor Orban gestern auch noch mal gesagt. Er ist damit nicht einverstanden und möchte das ändern. Also sozusagen in dem Punkt auch nationale Interessen. Er möchte, dass er als Ungarn
Da kommt er. Ich glaube, zu dem Punkt kommen wir jetzt nicht mehr, denn jetzt sollten wir rübergehen und Sie entlassen. Holland wird das Gleiche tun, die Opt-out. Und wenn das Opt-out für die Immigration und Ungarn, nicht läuft, Ungarn möchte das dann auch, wird hier was Schlimmes passieren. Dann werden die Exits anfangen, weil mit der Migration ist die Sache gelaufen. Gut, an dieser Stelle würde ich das hier gerne beenden. Ich danke Ihnen gerne für Ihr Kommen heute Morgen und wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Debatte. Danke Ihnen beiden. Danke sehr. Dankeschön.